Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Okay, wir müssen irgendwas hier hinten machen. Hä? Oh, warum ging das gerade nicht? Eine Lieferung für den Barmann. Was soll das sein? Bernstein? Fast. Es ist Ohrenschmalz. Seltsam. Sieht aus wie Bernstein. Wie auch immer. Für Ohrenschmalz habe ich keine Verwendung. Mein Vorrat reicht noch für mindestens 3 Tonnen Stinktrink. Igitt! Etwas Dip gefällig? Ist das etwa Petras Bohnendip? Nimm das Zeug sofort weg! Diese unselige Furzpappe hat mir schon genug Kunden aufs Klo vertrieben. Die wenigsten kamen je zurück. Okay. Weißt du, was in deiner Bar fehlt? Knabberkram. Irrtum. Ich hab alles da. Hier sind Kellerasseln, dann habe ich Schweinefüße und... Oh, hier, besonders lecker. Ausgefallene Milchzähne. Willst du was? Ja. Barmann, einen Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch... Sag mir nicht, wie ich... Willst du was zu knabbern? Ich habe schon genug an meinem Leben zu knabbern. Ich wette, es schmeckt ziemlich fad. Wie Butter auf zu viel Brot verstrichen. Und dann nur noch ranzige Leberwurst im Haus. Alter. Mann, Edna, ey. Das ist so gemein. Barmann, ein... Geld. Na... Ich könnte... Versuch... Schlimmer... Ja... Du bist da. Nicht der... Ich lach... Ja... Lieber nicht. Ich mag meine Finger... Kann ich da Ohrenschmalz? Ich glaube, da ist bereits genug Ohrenschmalz drin. Nein... Okay. Hey, die sind doch noch gut. Die kann man noch essen. Dann iss sie. Hä? Weiß nicht, was man damit machen soll. Leute, ich bin verwirrt. Hey, das ist der ein... Kommt ja kaum durch Papier. Wie soll sie da... Verlockend. Aber nein. Warum denn nicht? Nein, danke. Ich esse lieber im Stehen. Okay. Ich weiß momentan leider nicht, was ich jetzt gerade machen muss. Was wir alles schon getan haben. Was jetzt noch fehlt. Wofür brauchen wir den Ohrenschmalz denn eigentlich? Ich würde das niemand. Okay. In dem Fall müssen wir es sogar tun. Es hatte keinen Effekt, aber ich fühle mich jetzt besser. Okay. Nein. Ich würde den Ohrenschmalz nur ungern lose in der Tasche transportieren. Ach. Moment mal. Cornflakes mit Honig gefällig? Ist es denn echter Bienenhonig? Nicht wirklich. Tatsächlich fehlt noch eine insektoide Zutat zu meinem Bernstein-Cocktail. Irgendwas muss ich damit machen. Irgendwas muss ich da reinfüllen. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Moment. Hat das jetzt vielleicht was gebracht und wir haben jetzt, halt, irgendwas da drin, was den Doc interessieren könnte?
Ich habe da was für dich. Oh, Bernstein! What a pity, da ist kein Bernstein-Einschluss drin. So ist es für mein Programm unbrauchbar. Du kannst... Aber Sugbon wird schon... Irgendwas muss ich da reinpacken. Ich bevorzuge es halt. Ich habe... Ach, egal. Damit wäre... Außer doch. Hey, Yuppie. Ich hab hier etwas, das dich sicher aufmuntert. Lass mich in Ruhe. Moment mal. Eine Sache... Lass mich in... Ich muss über... Was ist, wenn ich jetzt mit Adrian rede? Ich will nicht nochmal mit dem reden, aber... So, wie bist du bei... Nochmal. Wann ist die... Oh. Ich will es noch... So, komm. Ach so, scheiße. Kopf. Zahlt hier was. Eine... Aber sich... Wieso? Ja. Ja, nur ich. Aber was... Ich... Hier können wir nichts machen. Was ist, wenn ich mit dem Aluman rede? Etwas Ohrenschmalz gefällig? Fantastisch. Der Becher ist randvoll und es ist sagenhaft Bernsteinfarben. Trotzdem muss ich passen. Ich ernähre mich nicht mehr von fester Nahrung, spätestens seit eben gerade. Oh. Hast du Hunger? Ich brauche keine feste Nahrung. Ich ernähre mich von elektromagnetischer Strahlung. Das ist ja unglaublich. Wie ist das möglich? Ich hab mal einen Funkbäcker verschluckt. Oh. Hast du Hunger? Ich brauche keine festen... Ich hab... Hier geht's ja auch nirgends weiter, ne? Nee. Ich bin verwirrt. Kann ich vielleicht mit... Hier noch ein paar Sachen interagieren lassen. Kann ich hier eigentlich noch irgendwo lang? Nee, ne? Nee. Gibt's auch nichts mehr. Hatte ich das alles schon? Was hältst du von der da, Harvey? Du kannst sie auch nicht ausstehen, oder? Wenn du nichts Höfliches über eine Person sagen kannst, dann erfinde einfach etwas. Die Versuchung ist groß. Aber es wäre einfach nicht Edna-Style. Doch, irgendwie schon. Die kriegt meinen tollen Kugelschreiber bestimmt nicht. Okay. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen die Cheerleader-Mafia. Pass auf, nützlich Boy! Sie buchstabieren Schmerz! Au. Polizei! Das ist eine Razzia! Na endlich! Stellen Sie sie einfach da hinten zu der anderen Pasta, bitte. What? Hallo? Aha. Ach so. Halb so schlimm. Ich bin Kummer gewohnt. Wer war dran? Deine Mutter. Oh, wie nett. Was sagt sie? Sie entschuldigt sich. Wie schnell komme ich wohl an ihre Gurgel ran? Vorsicht, Edna. Denk an die Killerspieldebatte. Wo stehen die Cocktails? Ich habe eine Bowle in der Schüssel hinter mir angerührt. Du meinst? Sie schmeckt ein wenig bitter, aber die Stückchen sind schön saftig. Ich habe hier noch was für dein Buffet. Tierische Eiweiße. Wir haben hier nur veganes Essen auf unserer Party. Keinem Tier soll je ein Leid geschehen. Auch keiner dummen Gans? Gänse sind nicht dumm. Sie sind hochintelligent. Einer hat sogar mal gegen mich im Schach gewonnen. Ah, okay. Was soll das hier eigentlich sein? Das ist selbstgemachtes Bohnendip. Erbsen, Bohnen, Linsen, Pflaumen, Rizinusöl und die geheime Zutat.
Geheime Zutat? Abführmittel. Warum? Ich nehme diese Chips mit, okay? Oh, schade. Das geht leider nicht. Die sind doch für die Party. Tja, wirklich schade. Das heißt, Nanu? Was ist denn das? Na, sieh mal an. Du hast dich geirrt. Es geht doch. Hurra, Konfetti! Aber was ist denn mit dir? Ein klein wenig davon. Achso, das hatten wir schon mal, ja, genau. Das stelle ich nicht wieder zurück. Das widerspricht meiner Ganoven-Ehre. Das stelle ich nicht. Das. Und rein damit. Achso, das hatten wir auch schon mal, genau. Machst du bitte? Nein. Einfach nein. Können wir dem Typen hier vielleicht nochmal was geben? Haben wir das alles eigentlich schon? Ja, ne? Ich glaube schon. Kommissarin Edna Konrad, Aufzugsdezernat. Machen Sie den Weg frei. Wir müssen den Wäschelift auf Fingerabdrücke untersuchen. Netter Versuch, Frau Kommissarin. Aber der Lift befindet sich im Distrikt der Bahnpolizei. Oh. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Hallo? Aha. Für dich. Für mich? Nein, ich fürchte, das haben Sie falsch verstanden. Fahrscheine sind nicht übertragbar. Nein, ganz sicher. Wiederhören. Bitteschön. Mist. Oh, hätte klappen können. Was soll das sein? Eine Karte. Für den Wäschelift? Vielleicht, ja. Ist es aber nicht. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Oh Mann. Auf dem Bahnsteig darf nicht gegessen werden. Auf dem Bahnsteig. Oh. Ich könnte dir ein eigenes Ticket malen. Was? Das Fälschen der Fahrscheine ist unzulässig. Dann male ich dir aber auch keinen Snoopy drauf. Moment, können wir uns vielleicht wirklich eins zeichnen? So hätten wir. Obwohl, wir haben kein Papier. Nein, er ist eine. Hallo, Bienenmann. Hallo. Nenn mich ruhig Edna. Freut mich, dich kennenzulernen, Edna. Wer ist dein kleiner Freund? Das hatten wir schon mal. Servus. Nettes. Wie war das noch mit. Es handelt sich um eine Art Allergie. Dabei können. Ja, das hatten wir ja schon. Entschuldigung, die brauche ich nicht. Nee, brauchst du nicht. Wachslachs, Wachslachs an der Wand. Wer ist die wachsigste im ganzen Land? Die Wachsstifte kommen recht wachsig mir vor. Doch wachsiger noch ist das Wachs aus dem Ohr. Alles klar. Leute, ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Ist halt auch, wie gesagt, ein bisschen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen ich halt auch nicht mehr alles weiß, was wir so gemacht haben. Können wir nochmal. Nichts. Oh. Okay, Münze kriegen wir nicht mehr. Eine Lampe. Können wir die mitnehmen? Okay. Hey, warte. Die Lampe ist durch ein Kabel mit der Wand verbunden. Egal. Sehr clever. So kann man sie nicht klauen. Was? Ich werde mir eine. Die Schere habe ich schon. Jetzt fehlen mir nur noch Papier, Klebe und Licht. Okay. Was können wir denn machen? Irgendwas müssen wir doch hier hinten machen können, oder nicht? Ups. Will zur Tür, genau, danke.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier irgendwas übersehen. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ist hier hinten noch irgendwas, was ich übersehen habe? Mir ist die Sitzecke. Ist Kotze auf dem Boden, alles klar. Aschenbecher, Stuhl, Münzschlitz. Hier war auch nichts, nee. Aschenbecher. Ich hab's. Das Zauberwort heißt Ohrenschmalz. Hör mir zu, es ist ganz simpel. Gib's diese. Ich hab's. Bohnendip. Da staunst du, was? Gib's auf. Dieser Aschenbecher ist. Ich hab's. Chips. Gib's auf. Dieser Aschenbecher ist zu nichts. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Mr. Cocktailkarte, Energie. Edna, du hast mindestens 12 Items im Inventar, die mehr nach einem Charakter ausstarten. Wen denn wohl? Lieutenant Command, Kadett. Können Sie den Befehl bitte... Energie mit... Bringen Sie uns... Aye, Sir. Was soll ich schreiben? Wir müssen Peter da wegkriegen. Nur wie? Na... Ich lass... Tja. Und dass wir ihr nicht sagen können, dass Peter keinen Bock mehr auf sie hat. Das ist ein bisschen doof. Staffelei. Können wir das Papier nehmen? Nein, danke. Ich habe hier auch nichts vergessen. Tja. Fight. Also. Leute, ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Aber ich glaube, dann beende ich gleich auch den Part. Ich guck jetzt nochmal hier hinten rum ein bisschen. So. So, hier kam ich ja auch nirgendwo mehr lang. Ne? Hier ist Juppi, hier ist das Schlüsselloch. Kann ich nicht? Schmieren nützt da nichts. Ich brauch den Schlüssel. Hey, Juppi! Ich hab hier etwas, das dich... Was? Den Bienenmann vielleicht? Damit ich die Wachsstifte bekomme? Moment mal. Ich muss ja eigentlich Peter mit der Dings da... Oh, Moment. Ich wollte eigentlich... In die Tür. Moment mal. Nee. Okay. Gut, gucken wir mal dem Bienenmann das hier geben. Möchtest du Bohnendip? Lieber nicht. Dafür genieße ich die absolute Kontrolle über mein Verdauungssystem zu sehr. Okay. Möchtest du Chips? Nein. Ich bin so schon durstig genug. Ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee.
Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Oh, Moment, Moment, Moment. Nein, das soll heil und sauber bleiben. Ich hätte vielleicht einen Abdruck machen können davon und dann... Ach, Mann. Okay, Leute. Neonschild. Chips isst man nur dort, wo es dunkel ist. Auf Partys, beim Fernsehen, im... Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt hier erstmal die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich probiere offscreen ein wenig rum. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.